Die Welt mal aus der Luft betrachten. Mit einem Multikopter ist das möglich. Dann entstehen Bilder wie diese. Aber längst ist das nicht mehr nur echten Könnern vorbehalten. Bei den meisten Modellen ist Fliegen auch für Einsteiger kein Problem mehr. Ein Spielzeug ist es aber nicht. Daniel Bachfeld ist Chefredakteur des Technikmagazins Make und fliegt seit Jahren mit den Maschinen. Die hat er bisher selbst gebaut. Sie haben es ihm angetan. Am Drohnenfliegen mit Kamera fasziniert mich einfach der Perspektivwechsel. Man sieht Sachen, die man sonst nie sieht. Sein eigenes Haus von oben, Parks von oben. Das ist das Faszinierende daran. Drohnen, korrekt, Multikopter, also Flieger mit mehreren Propellern, gibt es in diversen Ausführungen und Preisklassen. Schon ab 50 Euro beginnt das Flugvergnügen. Aber was taugen die Billigmodelle und was können die teuren besser? Daniel Bachfeld probiert das für Wieso aus. Im Rennen für die günstigen Modelle etwa Simulus Quadrocopter für 69 Euro und Really Hexacopter für 99 Euro. Dann zwei Marktführer, Parrot Bebop Drone für rund 500 Euro und die brandneue DJI Phantom 3 ab 1100 Euro. Wir begleiten Daniels Flüge mit Kameras am Boden und in der Luft, mit Profi-Piloten am Steuer. Unser Flugplatz ist das frühere Areal der Expo, der Weltausstellung in Hannover. Der erste Kandidat ist das kleinste Modell. Der Simulus Quadrocopter wiegt mit 36 Gramm gerade mal so viel wie ein Schokoriegel. Er hat keine Kamera eingebaut, gesteuert wird er über diese Fernbedienung. Die Knöpfe und Hebel sind für Anfänger ungewohnt. Unser Tester findet das aber gut. Das sei eine gute Übung fürs Fliegen, wenn auch kurz. Nach gerade mal 7 Minuten Flugzeit ist der Akku leer. Das ist eigentlich ein prima Gerät für Anfänger. Es kostet nicht viel, es kann nicht viel kaputt gehen. Allerdings muss man gewillt sein, ein bisschen Übung reinzustecken, um das zu lernen, wie man die fliegt. Das ist nicht ganz so einfach. Am besten auch drinnen. Für draußen ist eigentlich kaum geeignet, weil gegen den starken Wind kommt sie nicht an. Ein bisschen teurer, 99 Euro, ist der Really Hexacopter mit 6 Propellern. 55 Gramm wiegt diese Maschine. Sie hat eine kleine Kamera eingebaut. Die Fernbedienung wirkt professionell. Wer die beherrscht, ist mit dem Kleinen ganz flott unterwegs. 8 Minuten lang, bevor der Akku leer ist. Und der kleinste Windstoß wirft den Flieger aus der Bahn, selbst in geringen Höhen. Ja, also hier draußen beim Wind hat mir das Modell jetzt gar keinen Spaß gemacht. Das ist jetzt wahrscheinlich eher ein Modell für drinnen. Gut finde ich, dass es eine Kamera hat. Damit kann man schon mal eben lustige Aufnahmen machen. Ansonsten fliegt sich das genauso wie das billige Modell. Hochwertiger wirken die beiden teuren Modelle. Die Parrot Bebop Drone für 500 Euro hat eine hochauflösende Kamera eingebaut und viele Sensoren wie GPS. Und das bei schmalen 400 Gramm. Sie wird über Smartphone oder Tablet gesteuert. Das ist für den geübten Piloten anfangs ungewohnt, aber er hat dann doch den Dreh raus. Die Flugzeit 10 bis 12 Minuten, nicht gerade berühmt. Aber sonst? Also ich bin positiv überrascht. Sie lässt sich super einfach eigentlich fliegen, auch bei Wind. Das ist für Anfänger das ideale Mittel. Man muss nicht fliegen lernen, man kann sie sogar in der Luft stehen lassen, kann sich dann um die Bilder kümmern. Also eigentlich eine super Sache. Das teuerste Modell, DJI Phantom 3, kostet ab 1100 Euro und ist ganz neu auf dem Markt. Der Multikopter wiegt 1,3 Kilogramm. Die Kamera hängt unten am Gehäuse. Gesteuert wird mit Joysticks und einem Smartphone. Das dient als Bildschirm. Auch Anfänger können auf Anhieb damit fliegen und das theoretisch bis zu 1,5 Kilometer entfernt. Der Akku hielt 20 Minuten durch. Bestleistung. Also eine ganz tolle Drohne, mit der man super einfach fliegen kann. Sie ist ein bisschen laut, wie man unschwer hören kann. Kostet etwas über 1000 Euro. Das Geld muss man natürlich übrig haben, aber man bekommt sehr viel geboten für das Geld. Das Fazit, je teurer, desto besser? In diesem Fall ja. Die kleinen Modelle für unter 100 Euro eignen sich zum Einstieg in die Fliegerei und fordern mehr Geschick als die teuren Modelle. Die sind gespickt mit Sensoren und machen es dem Piloten leicht. Also ab 500 Euro gibt es die Parrot Drone. Die liegt sehr gut in der Luft, hat gute Flugeigenschaften, macht gute Bilder. Alles ein bisschen besser kann die DJI Phantom. Die liegt super stabil in der Luft, aber kostet auch eine Stange mehr. Also 1100 Euro ist schon eine ordentliche Ansage. Auf dem Markt hat sich viel getan. Die Flieger werden massentauglich. Vielleicht gibt es bald Urlaubsvideos aus ganz neuen Perspektiven zu bestaunen.